Die portugiesischen Filigran-Techniker spielten bisher in England den schönsten Kollektivfußball. Es waren die Kombinationen und schnellen Ballzirkulationen, welche das Publikum begeisterten. Ja, diese Kombinationen sind schon vor vielen Jahren geboren worden. Seit dem Alter von 14, 15 Jahren spielen viele von uns zusammen. Und das Kombinationsspiel ist eine ganz natürliche Sache. Le forze sul collettivo con che individualità che possono fare la differenza sempre in ogni partita. Certamente dobbiamo fare sempre una partita perfetta, sempre di più essere taticamente fortissimi per dopo sul contrapiedi, che secondo me è la nostra forza maggiore, fare la differenza. Trainer Antonio Oliveira und seine Mannschaft strotzen vor Selbstvertrauen. Die Trainingsatmosphäre ist locker und gelöst. Die Spieler wissen genau, was sie wollen. Auch Rui Costa, der Italien-Legionär von Fiorentina. Wir können weit kommen, jetzt sind wir im vierten Finale. Die Gegner können wir nicht auslesen, sie sind alle stark. Aber mit der bisherigen Bescheidenheit und Konzentration können wir ganz nach oben kommen. Die Überraschung des Turniers. Der Schlüsselerfolg. Das 2:1 über Italien. C'est une très grande surprise pour es war eine sehr große Überraschung, auch für uns. On savait que wir hatten eine sehr schwierige Gruppe. Es war ein Erfolg. Puis pour nous, c'est un succès. Die Viertelfinalqualifikation stand aber nochmals auf Messers Schneide. Gegen Russland gab Tschechien einen. Wir haben auch Glück gehabt. Das muss man haben, aber das Selbstbewusst und das fehlt ein bisschen noch. Wir sind eine Mannschaft, wir brauchen keine persönlichen Erfolge oder sowas. Wir spielen einfach tschechischen Fußball. Unbekümmert und keine Angst vor großen Namen. Der Servetien Václav Němeček. Ich glaube, wir dürfen unseren Stil nicht ändern. Wir müssen uns gut formieren, wie gegen Italien und Russland. Wir spielen unser Spiel, das ist alles. Die Portugiesen ihrerseits werden die Tschechen nicht unterschätzen. Die Iberer überlassen nichts dem Zufall. Auch für ein Penaltyschießen wären sie bereit. Portugal gegen Tschechien ab 19:30 auf Schweiz 4. Let's check in for Wembley. Aus dem schönen Wortspiel ist eine überraschende Realität geworden. Und der 80:1 Außenseiter zu Beginn der EM wittert jetzt den ganz großen Coup. Vier der Leistungsträger waren fürs Halbfinale gesperrt. Drei sind jetzt nicht nur wieder dabei, sondern auch ausgeruht. Jan Suchoparek, der 27-jährige Verteidiger von Slavia Prag, gibt der Defensive mit seiner Zweikampf- und Kopfballstärke Halt und wird schon von halb Europa gejagt. Genau gleich geht es seinem Clubkollegen Radek Beibel. Der 24-jährige Mittelfeldspieler ist einer der großen Entdeckungen dieser EM. Ebenfalls wieder dabei Pavel Kuka. Als Topscorer ist er besonders wichtig und natürlich wie alle anderen top motiviert. Ich denke, niemand braucht besondere Motivation für die finale Europameisterschaft. Das gehört dazu und wir wollen natürlich gewinnen. In der Vorrunde haben Sie 2:0 verloren gegen Deutschland. Was wird im Finale anders sein? Ja, wir haben viel gelernt und wir haben schon keinen Respekt aus vor dem ersten Spiel und das zweite Mal, wir verlieren nicht. Neben Kuka steht mit Abwehrdirigent Miroslav Kadlec ein weiterer Spieler im Team, der eben mit Kaiserslautern abgestiegen, jetzt aber mit Tschechien ins EM-Finale aufgestiegen ist. Wir wussten vorher schon, dass es die schwerste Gruppe ist, das uns zugelost ist und dann war das für uns klar, dass wir das ganz schwer gegen Italien und Deutschland weiterzukommen. Im Spiel gegen Frankreich haben Sie den entscheidenden Penalty geschossen. Wie hat sich das für Sie selber abgespielt? Ja, das ist klar. Wenn alle fünf Elfmeterschießen von beiden Seiten reinmachen, dann
für mich war das noch ein bisschen leichter, weil ich musste nicht das Tor machen, weil vorher vor mir der Spieler hatte das Tor nicht gemacht und deshalb bin ich einfach dann hingegangen und habe ich das ein bisschen lockerer, aber wenn ich das Tor machen musste, ne, dann wäre das ein bisschen schwerer. Ihre Mitspieler im Mittelkreis haben nicht hingeschaut, als Sie geschossen haben. Haben Sie das gemerkt? Nein, ich habe mich nur auf den Ball konzentriert, auf dem Tor. 5 Legionäre spielen in Deutschland, einer in England und einer in der Schweiz. Václav Němeček bei Servet. Er ist sogar der Captain des Teams. Je pense qu'on a rêvé de finale, mais on n'a pas pensé vraiment d'être en finale, je pense. Wir träumten sicher vom Endspiel, aber glaubt haben wir aber nicht mehr. Dans la finale? Justement, je pense que dans quelques jours, on va pas perdre le deuxième match. Et puis on sait comment il faut jouer ce match-là. Je pense aussi que les Allemands, ils ont quand même quelques problèmes avec les blessés. Et les Deutschen haben doch einige Verletzungen. Comment vous devez jouer pour gagner? Et comme on a joué justement après le premier match, comme on a joué contre l'Italie, contre les Portugais, contre la France. Vor 20 Jahren gewann damals noch die Tschechoslowakei im gleichen Endspiel gegen Deutschland nach dramatischem Penaltyschießen den EM-Titel. Unsere Interviewpartner können sich alle noch gut daran erinnern. Ja klar, das war der einzige große Erfolg für uns damals. Ich war 8 Jahre, aber trotzdem habe ich das Spiel im Fernsehen gesehen und es kann alles passieren. Das ist ganz klar, ich werde das nicht schlimm. Wir nehmen das gerne mit. Oui, je me souviens très peu parce que j'étais tout jeune. Mais quand même, je me souviens et puis c'était quelque chose pour nous, pour les enfants, quelque chose inoubliable, donc je pense que on va répéter ça. Die Tschechen möchten diesen Triumph natürlich allzu gerne wiederholen. Das werden auch die Deutschen früher oder später bald einmal checken. Vorrunde der EM gegen die Tschechen gewonnen. Aber was bedeutet das schon im Fußball? Good morning, gentlemen. Die Deutschen haben Sorgen. Nur 8 Spieler waren nach dem letzten Training einsatzfähig. Die anderen waren verletzt oder gesperrt. Deshalb beugte der Europäische Fußballbund UEFA die Regeln. Er gab den Deutschen die Erlaubnis, 2 neue Spieler einzufliegen. Bundestrainer Berti Vogts will aber nur einen zusätzlich einsetzen. Probleme hat Vogts nicht nur im Sturm. Ich habe viel, viel mehr Probleme in der Defensive. Nach wie vor. Böse Überraschung für die Tschechen heute früh. Sämtliche Gäste in ihrem Hotel mussten evakuiert werden. Es gab Probleme mit der Schwimmbadmischanlage. Chlorgas trat aus. Nach kurzer Behandlung sind aber alle Spieler wohlauf. Aus Fairplay-Gründen waren auch die Tschechen bereit, 2 neue Spieler zuzulassen. Ich verstehe allerdings nicht, warum die so viele Verletzte haben. Da muss etwas beim Training nicht stimmen. Unterdessen ist auch Starspieler Smitser von seiner Blitzhochzeit in Prag von gestern wieder in London eingetroffen. Er hatte seinem Trainer versprochen, nur am Champagnerglas zu nippen. Das schönste Hochzeitsgeschenk wäre ein Sieg gegen die Deutschen, sagte Smitser lachend.